Hi Leute, wir spielen den Hausbilder-Simulator weiter. Wir sollen ja jetzt den Schornstein bauen. Das werden wir auch tun. Und ja, ne, wir hatten hier das Fundament gebaut und die Umrandungen jetzt für die Wände und so ein Kram. Ja, da haben wir ein bisschen hier dieses Teil da benutzt dafür. Und ja, mal gucken, was wir jetzt noch so machen, ne? Deswegen legen wir jetzt mal los. Wir sollen hier diese großen Ziel, also Blöcke oder was das ist, da aufheben. Das tun wir auch. Und dann legen wir mal los. So, hier die Blöcke. Wir sollen einen Schornstein bauen. Moment, Moment, mal gucken mit dem Sinn hier. Okay. Ich sehe doch nichts. Wissen wir dafür auf den Dorf. Nix, ne? Hm, wie war man das jetzt? Gehen wir mal hier oben gucken. Nö. Dann müssen wir uns mal Hilfe suchen. Ja, das bringt uns reichlich wenig. So, du kannst einen Schornstein aus Schornsteinblöcken bauen. Vergiss dich nicht. Den Mörtel nicht. Ja, den Mörtel, ne? Ah, guck mal, da habe ich ja jetzt gerade was gesehen. Da haben wir doch gerade was gesehen. Ja, guck mal da, da, da. Ja, ne? Wer ordentlich gucken, hoppala, wer gucken kann, ist klar ein Vorteil. Ja, Mörtel brauchen wir nicht, der ist bestimmt schon vorhanden. Sonst hätte er es uns angezeigt. Perfekt. Was ist jetzt? Benutze die Nagelpistole, um deine Arbeit zu... Was? Ich denke mal, zu beenden oder zu fertigen. Glaub mal, da haben sie ein bisschen was vergessen noch zu schreiben. Weil die legen wir mal hier hin. Vielleicht brauchen wir die noch. Das sehen aber aus wie Böden. Ja, die Nagelpistole, das ist eine Bohrmaschine. Nehmen wir die Nagelpistole. Nagelpistole. Upp, upp. Ja, da, da. Oh, jetzt mal hier Karate. Dusch, dusch. Dich. Geil. So geil. So. Hier noch. Da noch. Warte. Ja. Ja. Dich. Jo, ne? Boden sitzt. Nun geht es den Fußboden im ersten Stock. Hierfür musst du ebenfalls die OBS-Platten kaufen. Wir haben ja noch 20 Stück, ne? So, jetzt mal von hier unten. Jetzt brauchen wir noch keine. Hier haben wir es. Ja, aber dunkel hier mal. Zack, zack. Zack, zack. Richtig, ja, müssen wir kaufen. So, jetzt müssen wir kaufen. OBS-Platten bei... Ja. So, jetzt kommt unser lieber Herr Lieferant wieder. Soweit wir hier mal gesehen haben, ist das ja kein normaler Lieferant. Das ist ja hier unser Karatemeister. So, guten Tag, Meister. Also nur auf dem Pickel auf dem, oben auf dem Kopf. Achso, das ist deine Haare. So, wo war. Achso, oben. Okay. Ja, jetzt gucken wir unten auf den Boden, wenn wir da oben weiterarbeiten müssen. Mal da drin. Hier hin. Hier hin. Congratulations! Genau, für den Dachstuhl. Hierfür brauchst du deine eigene Männerkonstruktionsbretter. Eigene Menge. So, erstmal wieder hier aus diesem Labyrinth rausfinden, ne? Raus da. Das geht schon mal nicht. Wenn da eine Wand hat, dann wird das einfacher. Konstruktionsbretter. Sind das die hier? Sehen wir nicht so nach aus, oder? Die sehen wir. Ich weiß nicht.
Es sind nur einzelne. Das sieht ja aus wie Wände. Der Dach. Konstruktionsbau. Komm, wir gucken mal da. Dach. Latten. Konstruktionsbretter. Wir mal ein bisschen 80 Stück bestellen. Gerade mal, ich da bringt uns noch die Sachen wieder. Alle aufgenommen, überladen. Ja, ich weiß, dass ich überladen bin. Na, guck mal, guck mal, guck mal. Wir müssen mal gucken, ob wir darauf kommen. F, das Gerüst nehmen. Da. Guck mal, da und jetzt. Nein, aber scheiße. Jetzt aber. Ja, so ist besser. Ja, sieht doch schon mal nach was aus. So, hier noch. Turbo einlegen. Doch irgendwann mal fertig werden hier, ne? Hier, da und da. Okay, wir haben was vergessen. Ah, hier oben. So. Ah. Wollen wir unsere Steine wieder? Wo sind sie dann? Wo sind sie dann? So, hier noch ein bisschen. Mit uns. Outstanding. So, was wollen wir jetzt? Benutze die Nagelpistole, um der Arbeit zu. Ja, mehr schreiben wir nicht. So, was machen wir jetzt? Du kannst OBS-Platten als Dachverkleidung. Okay. Haben wir ja noch ein paar Stück, ne? Ja, gleich mal hier die Nagelpistole. Upp, genau, fallen hier runter. Fallen schon wieder runter. Da. So. Share auf. Achso, leer. Können wir noch so viel drauf drücken. Ja. So, weiter geht's. Hier. Und dann machen wir weiter.
Komm schon. Da. Congratulations. Yeah. Kaufe Dachlatten und lege sie aufs Dach. Dachlatten. Sehen wir aus wie die da vorne, ne? Alles gehört. So. Wieder drauf hier. Hopp. Ja, doch, die sehen mir aus wie die da. Achso, jetzt müssen wir schrauben. Ja. Kann das ja nicht weitergehen. Hier. Hier. Da. Andere Seite. Ja, haben wir es bald schon. Outstanding. Also hier müssen wir ja wieder nichts machen, war ja klar. Ja. Rein drin. Ab und zu ist das Spiel echt confused. Geht das da durch? Ajo, durch den Schandstein durch. Geil. Andere Seite weiter. So, mal gucken, jetzt haben wir alle Latten angebracht und verschraubt, ob wir das letzte wieder nicht verschrauben müssen. Das letzte Latte muss man natürlich nicht. Ja klar. So, Zeit die Stahldachziegeln zu verlegen. Kaufe die trapezförmigen Dachziegel im Shop. Naja, die sagen die ganze Zeit im Shop, aber bis jetzt... Was ist denn jetzt los? So. Die verkaufen wir jetzt mal. Ich wähle, das sind die hier. Und daraus probieren wir es erstmal aus. Okay. War doch falsches Material. Ja, ne? Kennt ihr das an? Hoppala. Dann sagen wir das auch. Trapezförmiges Metalldachziegel. 300 Stück. So. Ah, guck mal. Ja, das war ja wieder so klar.
Das war ja wieder so. Wie kann der das bitteschön so transportieren? Der Karate-Meister. Also. Achso, $300. 20 Stück habe ich bestellt. 300 von diesen Dingern, da kostet das. Ah. Jo. Was? Achso, muss ich wieder verschrauben. So ein riesiges Blech. Verschrauben mit drei Schrauben. Das bei dem Sturm hält. Ja. Hat mal alles so, wenn es echt so einfach wäre, so ein Haus zu bauen. So. Das ist wieder durchgebaut. Ajo. Das ist doch mal ein sehr effizienter Schornstein, der komplett zugebaut ist. Da Qualm rauskommt, glaube ich weniger. So, und die letzte Platte müssen wir bestimmt wieder nicht verschrauben. War ja klar. Zeit, unser Haus mit Mineralwolle zu isolieren. Fangen wir mit dem Wänden an. Oh. Vorher verkaufen wir die ganzen Stempel, aber hier mal, ja, die lassen wir mal noch. Das weiß ich nicht, was ist. Und das waren die Maurerziegeln, gell? Wenn wir die brauchen wir noch. So, kaufen wir sie nochmal. Die ganze Wolle hier, oh Gott, jetzt ist er vollgepackt. Hoppala. Ja, ja klappt. Sorry, alles weggeschmissen. Das kommt davon, wenn man jedes Mal die falsche Taste drückt. Ne. So ist besser. Oh, wir haben mal wieder einen. Fähigkeit gekriegt. Experte für Wollmontage. Beschreibung. Ah, jetzt. Oh yeah, zack, zack. Hui. Und noch eine Fähigkeit. Meister der Wollmontage. Ja, Alter, das ist mal, wie das geht. Wenn das mal in echt geht, würden die Bauarbeiter nie so lange brauchen. Oh, Alter, kriegst ja voll eine ab. Wenn wir jeden Raum abgehen, ob wir was vergessen haben, da noch. Ah, anscheinend haben wir es. In der Wärmedämmung. Nach der Wärmedämmung können wir die Wände mit OPS platten. Ja, anscheinend nicht.
Ach so, außen. Okay. Warum? Okay, die Logik verstehe ich jetzt nicht, aber macht ja nichts, ne? Machen wir es lieber wieder hiermit. Ja, OBS-Platten sind. Da sterben wir ein paar Stück. Guten Tag, der. Ey, bleibst du mal stehen? Jupp, genau, ja. Mal weg. Ja, machen wir später weiter. Da oben sind noch ein paar Platten. Ja. Also ich frage mich, warum, wenn wir in der Nägel rein. Sag mal. Was ist denn so los jetzt hier? Jetzt zittern die Wände. Backt aber noch ein bisschen was ab und zu mal. So, jetzt haben wir wieder leer. Nagelpistole auswählen, damit das einfacher geht, damit das etwas kurios mit den Nägeln reinhauen geht. Und fertig. Doch nicht. Da noch was vergessen. Congratulations! Genau. Hier brauchen wir anscheinend keine Wände drauf bauen. Das ist da uninteressant. Ja. Und da jetzt können PVC-Fenster. Aber welche von? Nö. Dann bestellen wir welche. PVC-Fenster. PVC-Wandplatten, Trockenbauwand, Dachlatte, PVC-Fenster. Da nehmen wir mal 20 Stück. Sagt der Herr. Ja. Hey, schmeiß mal dein Fenster nicht so rum. So, jetzt sind wir überladen wieder. Jo, impressiv. Wenn wir hier aber ein bisschen entsorgen, nur wir haben so viel Zeichenstecke her. Da. Werde mal noch die Tür hole. Annie. Hier reicht so dicke, denke ich mal.
Wo ist die Tür? Ah, jetzt haben wir's. So, liebe Leute, wie es aber weitergeht, dass wir die Tür gefunden haben, ist schon mal gut. Ob wir das Dach fertig gekriegt haben, ist gut. Und ja, wie es weitergeht, was wir weiterhin machen müssen. Ob das immer skurriler wird mit unserem Karate-Meister hier, bei dem wir die Bausachen bestellen. Seht ihr beim nächsten Mal, deswegen schaltet wieder ein. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Denkt an den Abo-Knopf mit dem Glöckchen einschalten, damit ihr auch schön nichts vergessen tut. So, ansonsten war es das von mir in Kanada. Deswegen bis dann und auf Wiedersehen.